Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Game Dash Tycoon. Ich nehme jetzt schon den vierten Part hintereinander auf, weil ich habe gerade so viel Bock auf das Spiel. Weil es macht gerade so viel Spaß. Okay, die suchen nach Sponsoren, die in der Firma und ja klar, wir unterstützen natürlich, wir sind freundlich, wir unterstützen. Aber dafür müssen wir jetzt hier ein bisschen was jetzt... wir machen jetzt mal einen Publisher-Vertrag. Jetzt hauen wir mal einen Publisher-Vertrag raus, weil jetzt können wir mal ein bisschen was bringen. Ich glaube, das Spiel, mindestens 6 Bewertungen für irgendein Ding, irgendein General, das nehmen wir jetzt gerne an. So, wir machen den S-Man. Der wird uns zwar jetzt auch extrem viel kosten, aber ich hoffe mal, ich nehme dafür auch ganz gut ein. Es ist zwar sehr schwer. Wir können ja jetzt hier ein, auswählen, wer was macht. Stimmt, da war ja was. Ich würde mal sagen, ich selber mache noch die Engine und das Gameplay und sie selber macht noch die Story Quest, weil da ist nicht ganz so viel zu tun. Und wenn was verkackt, dann verkacke ich das nämlich. Aim wurde vom Markt genommen. Das sieht man doch gerne. Okay. Jetzt ist so die Frage. Design haue ich mich natürlich locker rein. Sie wird den Dialog machen. Ich dann noch hier. Ich bin überfordert oder was? Dann muss sie eben das hier noch machen. Das ist dann kein Problem. Muss sie eben jetzt ein bisschen mehr was machen. Wichtig ist, dass ich denn das Design mache, weil ich bin bei 300 Designing. Okay, wir haben jetzt die Unterstützung. Wir haben noch selber gesagt, dass wir... Oh ja, die Dings ist wieder da. Dann machen wir diesmal nur einen kleinen Stand, weil wir haben nicht so viel Platz. Das ist echt schade. Und ich hoffe mal, das Spiel kommt gut raus. So, Spielweltendesign. Leider können wir nichts anderes machen. Hier haben wir noch einen Tag-Nacht-Zyklus raus. Und dann los geht's. Das wird nicht. Das wird auch nichts. Wir haben jetzt schon 12 Bugs, die wir rausmachen müssen. Oh, jetzt. Ein ganz kleiner Stand. Ich hoffe, wir holen uns ein paar Leute ran. 56.000. Naja, ist doch ganz in Ordnung für so einen ganz kleinen Stand. Überlegt man, wenn wir dann die Millionen haben und dann so einen Riesenstand machen, das wäre doch richtig geil. Und die haben auch einen Hype drauf auf das Spiel. Das ist doch auch geil. Ein Hype 44 durch die Spielmesse. Warum auch nicht? So, viel Levelaufstieg mal wieder. Und jetzt bin ich mal gespannt. Fortgeschrittenen Zwischensequenzen. Wie jetzt das Spiel ankommt. Wenn das jetzt vermasselt wird. Ey, ich bin im Minus. Spieltest jetzt machen. Ey, wenn das Spiel jetzt so unter wie... Fuck. Ich bin insolvent. Scheiße. Bin ich denn eigentlich insolvent gegangen? Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Geld reinbringen. Ich hoffe mal, das hier schaffen wir. 30.000. Den Computer installieren. Ja, haben wir auch geschafft. Nice. Sehr, sehr nice. Eine Fortsetzung. Komm, wir müssen jetzt wieder eine Fortsetzung machen. Wir machen jetzt Lucky Alex. Machen wir jetzt eine Fortsetzung draus. Und zwar ist es dann Unlucky Alex für den PC. Neue 3D-Grafik. Wir setzen mal wieder einen Haufen Geld rein, aber ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt S-Man, Alter, das haut ja richtig rein durch die S-Com. So, Entwicklungsphase 2. Wilder Westen Dialoge, brauchen wir natürlich ein Rollenspiel, brauchen wir viele Dialoge, Level Design, eigentlich brauchen wir alles gleich. Und hier machen wir auch Marketing, kleines Marketing. Und los geht's. Ich hoffe mal, das ist schon okay so. Dass wir, wir brauchen hier einen Hype, wir brauchen hier einen fetten Hype. Das Spiel muss rausgehen wie... Alter, 680.000 Stück wurden verkauft. 40 Design! Was? Alter Scheibenkleister! So, wir machen jetzt mal noch schnell ein mittleres Spiel, den Zauber. Ich hoffe, das wird was. Unsere erste Bewertung für Unlucky Alex. Ist es geil. Oh, ist das geil. Richtig geil, richtig nice. 800.000 wurde eingenommen, allein durch das Spiel. So, ich bin mal gespannt. Wir wollen jetzt mal was testen. Was ist denn, wenn ich mich jetzt nur in die Engine reinpacke und den Rest machen wir jetzt gemeinsam? So, dann machen wir wieder Engine Gameplay, sie Story und Quest. Und es scheint viel, viel besser anzukommen als das alte.
aber mir tut das immer noch weh von meinen Fans, die ich vorhin verloren hatte. Das tut schon extrem weh. So, wir beide sind jetzt 100% ausgelastet. Ich hoffe mal, das klappt so, wenn ich sie auf künstliche Intelligenz setze. Das wird, glaube ich, hart für sie. Oh ja, oh ja. Sicherheitsfrage, was? Ja, ich will sicher sein. Deswegen kommt Sicherheitssystem hier rein. So, und jetzt geht's los. Wir werden mich noch bei Spielwelt und Grafik und sie bei Sound reinholen. Ich glaube, das ist doch schon gut ausgelastet. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir brauchen unbedingt, wenn wir nochmal ein mittleres Spiel machen möchten, unbedingt nochmal einen Nächsten, der uns hier ein bisschen hilft. Weil wir sind sehr, sehr fertig, wenn wir hier sehen. Wir haben sehr, sehr viele 900.000 Umsatz. Sehr, sehr viele Bugs reingebaut. Ah, jetzt sind wir mal fertig. Das wird schon so gut sein. Sie steigt wieder auf. Okay. Und verdient jetzt wie viel? 30.000. So, wir können jetzt unser Büro ein bisschen Geld investieren, um das zu renovieren. Das werden wir jetzt auch mal machen. Und wir haben auch neue PCs und alles. Und jetzt bin ich... Och du Scheiße. Ja, das brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter antun. Wir werden jetzt mal uns schnell mal jemanden holen. Budget 40.000. Der soll mal ein Demospiel zeigen. Los geht's. Die G3, ja. Ja, schön, dass ich zu G3 eingeladen werde, aber ich habe im Moment zu wenig Geld. Also wir haben entweder ein Level 1er oder Level 2er mit 200 Geschwindigkeit oder 100. Forschung 285. Der ist besser mit Design und Technologie als der, ja. Aber ich glaube, wir machen doch den hier und... Oh, wir haben jetzt eine komplette Frauenmannschaft hier langsam bei uns. Okay. Trainieren, Einarbeitung natürlich. Und dann müssen wir ein neues Projekt machen, damit wir zur G3 unser neues Projekt haben. So, wir machen ein neues Spiel, und zwar Girlman mit einer V3-Quali, weil ich hoffe, dass jetzt die G3 jetzt kommt. Langsam. Okay, es gibt neue, größere Aufträge. Ach du Scheiße, das kriege ich doch nicht hin. So ein Action-Spiel mit einfachen Zwischensequenzen. Los geht's. Ja, schön. Genau jetzt kommen die, wo ich zu wenig Geld habe. Ich wollte einen mittleren Messestand haben. Jetzt können wir nur einen kleinen holen. Scheiße. Und wir machen mal eine kleine Werbung noch rein. Und dann hoffe ich mal durch die G3, dass da noch ein Haufen Hype reinkommt. Action-Spiele, los. Wo bleibt die G3? Ich habe gedacht, da kommt nochmal ein Hype rein. Ja, jetzt. Naja. Ein Hype 50. Ach du Scheiße. Das bei 60.000. Jetzt überlegt mal, wenn dort mehr Leute sind. Ja, wird nicht mehr unterstützt. Okay, für den habe ich eh keine Spiele rausgebracht. Und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt kommt. Levelausstieg. Schön, 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 schön. Spiel veröffentlichen. 3D-Grafik V3. Leute, ich guck gerade weg. Ich will gar nicht gucken. Ich will gar nicht gucken. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass jetzt unsere Fee hier ein bisschen was besser macht. Wir müssen hier nochmal, wir hauen hier nochmal einen kleinen Hype raus. Damit das Spiel, das muss gut rankommen. Und das ist das letzte Spiel, was wir hier jetzt machen. Dann sage ich euch gleich, Dialoge, künstliche Intelligenz, Level Design geht ein kleines bisschen nach unten. Das ist, glaube ich, schon okay so. Und wir haben viel zu wenig Punkte. Naja, gut. Hier, Grafik nach oben, Soundmittel nach unten. Scheint mit neuen Themen zu... das... Naja gut, Fantasy ist ein neues Thema. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Multi-Channel! Geil, das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Wir stellen das Spiel fertig. Kommt. Letztes Spiel, wie gesagt, wir gucken uns dann noch die Bewertung an. Und dann war's das auch mit dem Spiel. Ist gut. Sie müssen wir sowieso in den Urlaub schicken, sie kann überhaupt nichts mehr. Und die Bewertung für Fee ist da. Und wieder so schlecht. Ich sehe es doch. Gut. Ich sehe gerade Girlman. Ach du Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ey, wir brauchen jetzt unbedingt Geld. Girlman, ja, 1000, gerade mal eingenommen, 1080. Ach du Scheiße. Das ist trotzdem hohen Hype.
Aber das Spiel scheint schon ein bisschen besser anzukommen. Leute, ich würde mal trotzdem sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt ein Spiel einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Mensa-Wort. Ciao, ciao.